Tag, Herr Bernhard. Ja, ja. Wir sind vom Hallischen Fernsehen. Ja, ja. Wir machen einen Film über Ihre autobiografische Theologie. Ja. Wir möchten gerne Ihre Bekanntschaft machen. Jetzt haben Sie sie gemacht? Ja. Schon so. Dürften wir Sie interviewen? Nein. Weshalb nicht? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nein. Sie schreiben in Ihrem Buch den Atem, dass Sie sich jetzt entschieden haben fürs Leben. Ist das das Leben, was Sie wünschen? Vielleicht. Vielleicht. Sie haben einen sehr schönen Bauernhof. Sie haben einen sehr schönen Bauernhof. Woher wissen Sie das? Dass der Bauernhof von Ihnen ist. Ja, von außen ist er schon sehr schön. Von außen ist er schon sehr schön. Den haben Sie ganz selber aufgebaut? Ja, von innen. Ne? Ja, ja. Dürfen wir mal sehen, von innen? Nein. Nicht. Waren ja gestern schon da, in der Früh? Oder nein, vorgestern, ja, ja. Vorgestern. So. Sie schreiben jetzt ein neues Stück? Vielleicht. Vielleicht. Ich kann alles nur mit vielleicht beantworten. So, gehen wir hin. Wie lange bleiben Sie da? Heute? Ja. Bis zum Abend vielleicht? Ja, vielleicht um 5. Ja. Okay, wir warten. Bis dort gehen wir hoch. Ja. Sie haben sehr viel von sich erzählt, also in der autobiografischen Trilogie. Ja, aber eigentlich nicht sehr viel. Ist das viel? Ich finde schon, ja. Aha. Mir kommt das nicht so viel vor. Warum leben Sie so zurückgezogen? Ich lebe ja nicht zurückgezogen. Nichts? Nein. Das ist doch ein sehr großes Haus für einen. Für eine Person. Person, ja. Ja. Kann sein, aber es war so. Wenn ich nicht drinnen wäre, gäbe es das Haus nicht mehr, nicht? Nein, nein. Weil es ja die Ruine war. Nicht? Da jeder das Haus verschmäht hat, war ich der Einzige, der sich dahergesetzt hat. Nicht? Mhm. Sie. Außerdem habe ich jahrelang Gesellschaft gehabt. Dann waren ja sehr viele Radmasse und Taglöhner da. Nicht? Und heute sind es halt andere Leute und Tiere. Hm. Ja? Sie haben einmal gesagt, glaube ich, dass die Einsamkeit für Sie ein Mittel zum Schreiben war. Wie wirkt sich das aus? Also naja, immer wenn man schreibt, braucht man irgendein Mittel, dass man schreiben kann. Nicht? Ob das die Einsamkeit ist oder ein Baum oder ich weiß es nicht, ein Misthaufen oder ein Mensch, auf irgendetwas ist man fixiert. Letzten Endes fast immer auf sich selber. Nicht? Alles andere ist ein Unsinn. Es ist schwierig mit mir, nicht? Ja, die Schwierigkeit ist, dass ich eigentlich überhaupt keine Fragen habe. Also, nein, ich kann nur kurze Antworten geben und schneide das sofort ab. Nicht? Also es geht nicht weiter. Nicht? Das wäre interessant, dass jemand eine kurze Frage stellt. Nicht? Und das wäre für den, der fragt, natürlich sehr interessant, dass er 10 Schilling hineinwirft. Nicht? Und um 1 Million kommt unten etwas heraus. Und bei mir ist es eher so, dass man oben 100 Schilling hineinwirft und 50 Groschen kommen dann unten heraus. Und das ist die Diskrepanz. Die macht den Interviewer nervös oder er bleibt unbefriedigt. Aber ich kann es nicht anders. Aber auch als eine Art Protest gegen die Rest der Gesellschaft? Nein, ich protestiere gegen nichts. Gegen nichts? Nein. Sie sind mit alles einverstanden? Ich bin mit allem zufrieden. Restlos. Und warum schreiben Sie dann? Wie? Warum schreiben Sie dann? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich so selbstzufrieden bin. Und so glücklich über alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind ein glücklicher Mensch. Ich bin durch und durch glücklich. Von oben bis unten. Von der linken Hand bis zur rechten. Und das ist wie ein Kreuz. Nicht? Und das ist das Schöne daran. Eine katholische Existenz. Der glückliche Mensch. Natürlich. Glauben Sie das nicht? Sind Sie kein gläubiger Mensch wie ich? Nein.